Bundestagsabgeordneter Herr Olaf Kudding hier vor uns bei TV Überregional. Wir sind jetzt hier auf einem ganz wichtigen Ort und zwar hier findet das Treffen statt der ganzen Fans und die Wahlen. Herr Kudding, wie ist es denn gelaufen mit Ihrer Direktwerbung? Ja, wir haben ja über viele Wochen jetzt gekämpft auf allen Kanälen. Die Ergebnisse für den Wahlkreis stehen noch nicht fest. Natürlich ist das Ergebnis auf Bundesebene nicht das, was wir uns erhofft haben. Trotzdem, das Wahlziel ist erreicht. Wir sind stärkste Partei und wir haben den Regierungsbildungsauftrag. Und jetzt geht es darum, eine stabile Regierung für die nächsten Jahre zu kreieren und zu schaffen. Und dafür setzen wir uns dann zusammen. Da gilt, nach der Wahl ist vor der Wahl. Die nächsten Tage und Wochen werden wir im Auftrag der Wählerinnen und Wähler eine neue Regierung bilden. Die illegale Migration zu bekämpfen, Fluchtursachen zu bekämpfen und legale Wege zu finden. Und dazu gehört auch das Thema innere Sicherheit natürlich, was die Menschen genauso erwarten, wenn sie in Freiheit leben, wie wirtschaftlichen Wohlstand. Unsere Themen werden uns also auch in den nächsten Wochen und Monaten beschäftigen. Also mein Wahlkreisbüro ist in der Mitte des Wahlkreises, geografisch gesehen in Oberhausen-Rheinhausen. Die Adressen und Telefonnummern finden Sie selbstverständlich im Internet. Auch per E-Mail bin ich erreichbar für Ihre Anliegen und für Ihre Sorgen. Herr Kaspari, hier bei Olaf Kudding, Oberhausen-Rheinhausen. Herr Kaspari, Sie sind Europaabgeordneter. Bitte stellen Sie sich mal unseren Zuschauern vor. Ja, mein Name ist Daniel Kaspari, seit 2004 Mitglied des Europäischen Parlaments für den Regierungsbezirk Karlsruhe und seit Sommer diesen Jahres Vorsitzender der CDU-CSU-Gruppe im Europäischen Parlament. Sie pendeln regelmäßig zwischen Berlin und hier? Genau, Wahlkreis Straßburg, unser Parlamentssitz, unser Arbeitsort Brüssel und als Gast im Präsidium der Bundespartei auch Berlin auf der Reisestrecke regelmäßig dabei. Sie unterstützen Herrn Olaf Kudding, Sie sind hier vor Ort. Genau, Olaf Kudding ist Bundestagsabgeordneter hier im Wahlkreis Bruchsal-Schwetzingen. Der macht einen Bärenjob in Berlin, hat jetzt die letzten Wochen massiv gekämpft im Wahlkampf. Wann immer ich Facebook verfolgt habe, Olaf Kudding war von morgens bis nachts unterwegs. Wir hätten uns mehr Unterstützung erhofft, aber ich bin dankbar, dass es im Moment so aussieht, als ob Olaf Kudding den Wahlkreis wieder gewinnen könnte. Was möchten Sie den TV-Überregional-Zuschauern noch mitteilen? Ja, wir als Union, wir hätten uns ein besseres Ergebnis gewünscht. Wir wollen Deutschland gestalten, aber der Auftrag ist klar. Gegen uns kann nicht regiert werden und wir müssen jetzt versuchen, dass es uns auch in Deutschland in den nächsten 4 Jahren gut geht, dass wir endlich die Zukunft weiter gestalten können und ich wünsche mir, dass wir auch in Zukunft in der Bevölkerung breite Unterstützung finden können. Vielen herzlichen Dank für das Interview. Ich wünsche Ihnen noch alles Gute. Wie gefällt es Ihnen hier? Sehr gut. Was haben Sie heute hier erlebt? Ich habe hier erlebt, erst die vielen Leute, die Olaf lieben und sind gekommen, aus Liebe Olaf. Und aus der CDU, aber erst kommt der Olaf und dann kommt die CDU für uns. Ich bin die Frau Hames aus Schwetzingen und ich bin die Frau, wo habe ich den Olaf? Als Erste, wo ich in Schwetzingen kam, mit der Hand genommen und habe ich kein Schwetzingen gezeigt. Da habe ich gesagt, komm Junge, er ist so rot, er ist grün, hier ist okay, hier ist nicht okay, hier muss ich aufpassen. Vor ein paar Jahren. Und jetzt, ich bin nicht mehr, keine Zeit, ich kenne den Herrn Lama sehr gut, er selber sehr gut. Ja, ich komme jede 4 Jahre, wenn das geht. Ich bin eine geborene Griechin und ich lebe in Schwetzingen sehr bekannt. Schwetzingen bin ich sehr bekannt. Ich danke Ihnen für Ihre Foto und alles Gute. Aber bitte viele, vieles. Das Herr Dome in Gardia, aber das, wo ist das hier? Reichshaus. Oberhausen. Είμαι εδώ πέρα γιατί ο βουλευτής, ο δικός μας ο βουλευτής είναι εδώ πέρα και κάνει γιορτή. Και εύχομαι να γιορτάσει για να βγει η CDU. Ιουχου, CDU, Ιουχου, CDU. Danke, danke, okay. Danke. Und auch in aller Ruhe in Gesprächen mit anderen Partnern dann ins Visier nehmen. Nochmal von meiner Seite herzlichen Dank. Dieser Wahlkampf hat wirklich...
Ja, ich freue mich natürlich, dass mir die Wählerinnen und Wähler das Vertrauen ausgesprochen haben, dass ich das Direktmandat wieder erringen konnte und diesen wunderschönen Wahlkreis Bruchsal-Schwetzingen auch zukünftig in Berlin vertreten kann. Ich bedanke mich bei allen, die mich gewählt haben. Und die, die mich nicht gewählt haben, denen verspreche ich, dass ich es besser machen werde, dass sie mich vielleicht nächstes Mal auch wählen können. Jedenfalls, das Ergebnis ist okay. Wir haben natürlich Blessuren erlitten, Schrammen und Flecken, aber das Direktmandat gesichert. Und jetzt geht's nach Berlin und da wollen wir schauen, dass wir aus diesem Ergebnis eine gute Regierung machen.